Graphen ermöglichen uns das effiziente Abbilden von Netzen. Bäume hingegen sind super schnell beim Durchsuchen. Und Bäume sind in der Informatik genauso wichtig wie Graphen, seit den sozialen Netzwerken nicht mehr wegzudenken sind. Doch wo liegt eigentlich genau der Unterschied zwischen den beiden Datenstrukturen und was hat es damit auf sich? Das erfahrt ihr in diesem Video. Mal an, was ist der Unterschied zwischen einem Graph und einem Baum? Und zwar, Bäume in der Informatik sind zum Beispiel so, die meisten sind Binärbäume oder sehr häufig werden Binärbäume eingesetzt, da hat jedes Elternelement genau zwei Kindelemente. Aber das muss nicht so sein. Also in diesem Fall hat das Elternelement gleich drei Kindelemente, der hat dann nur eins, der hat dann wieder zwei, der hat auch wieder zwei. Und das wäre eben ein Baum und der besteht aus Blättern, das sind immer die Elemente ganz unten, aus entsprechenden Knoten, das sind die Elemente dazwischen, wo es dann auch Verzweigungen gibt bzw. Werte gibt und entsprechenden Kanten, das sind die Verbindungen zwischen den Elternelementen und den Kinderelementen. Außerdem gibt es eine Wurzel und zwar genau eine. Also Baum heißt deswegen, weil wenn man den aufstellt, sieht er ein bisschen aus wie eine Baumkrone. Und was ist jetzt wichtig bei einem Baum? Also das sind mal die Elemente. Jeder Knoten hat nur ein Elternteil. Also alles Halbwaisen. Jeder Knoten hat ein Elternteil und zwar genau ein Elternteil. Das heißt, das wäre jetzt verboten, denn nun hätte dieses Blatt hier zwei Elternteile. Einmal dieses Blatt und einmal diesen Knoten. Das darf nicht sein. Auch das hier wäre natürlich verboten, denn auch nun hätte dieser zwei Elternteile. Man kann auch sagen, es darf nur eine Pfeilspitze zu einem Knoten gehen oder zu so einem Ringel gehen. So, was ist jetzt in diesem Fall? Ja, hier hätten wir die Regel grundsätzlich erfüllt, dass auch die Wurzel nur ein Elternteil hat, aber die Wurzel darf kein Elternteil haben. Ja, das ist das Element, das einzige, das kein Elternteil hat. Ja, dann hätten wir einen Baum eigentlich recht gut definiert. Was ist nun bei Graphen und was ist da so anders? Ich könnte einen Graphen sehr ähnlich zum Baum zeichnen. Natürlich, meistens ist das eher so ein Kauderwelsch an Punkten, die irgendwie mit Linien verbunden sind. Und am besten kann man sich es vorstellen als ein Straßennetz. Auch hier haben wir wieder Kanten, die sind gerichtet, möglicherweise ungerichtet, möglicherweise auch gewichtet. Gerichtete Kanten sind in einem Straßennetz Einbahnen. Ungerichtete gehen in beide Richtungen, das wären dann normale Straßen, wo eben in beide Richtungen fahren kann. Und dann gibt es noch gewichtete Kanten. Das könnt ihr euch vorstellen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Abstände. Wie weit, wie viele Kilometer sind denn das? Das sind dann gewichtete. Jetzt gibt es natürlich jede Kombination. Gewichtet, gerichtet, gewichtet, ungewichtet, ungewichtet und solche Sachen. Es gibt möglicherweise bei Graphen auch Elemente, Knoten, die von extern eigentlich nicht erreichbar sind, so wie der gelbe hier. Auch das kann es geben. Ja. Das, wenn wir hier starten, kommen wir auch nicht weit. Ja. Also wenn wir hier starten, können wir hier hinfahren oder wir könnten hier und hier hinfahren und dann hier wieder zurück. Aber das war es dann schon. Zum restlichen Graphen komme ich nicht. Also bei Graphen gibt es auch die Variante, dass mehrere Pfeilspitzen zu einem Knoten sind. Das heißt, es gibt in dem Sinn keine Eltern und Kinder, sondern es gibt nur Beziehungen zwischen den zwei. Da gibt es die Beziehung mit oben und unten nicht, sondern das sind alles nur Elemente, die halt mehr oder weniger miteinander verbunden sind. Aber eben jeder mit beliebigen anderen. Und nun kann man Algorithmen drauf anwenden. Nun kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich diesen Graph habe, ist dieser zum Beispiel zyklenfrei. Zyklenfrei würde bedeuten, dass ich nicht in so einer Endlosschleife laufen kann, indem ich sage, ich gehe von hier, nach hier, nach hier, zurück, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Ja, oder dass ich irgendwie anders in eine Schleife reinkomme. Angenommen, dieser Pfeil wäre umgedreht und auch dieser wäre umgedreht, dann könnte ich so immer eine Schleife fahren. Eine recht große Schleife, aber ich könnte immer so eine Schleife fahren. Und dann wäre nicht zyklenfrei. Ich kann einen Zyklus binden. Oder ich kann einen Algorithmus machen, gibt es irgendwo so tote, unerreichbare Teile, die ich von extern nicht erreichbar kann. Oder ich könnte machen, ist dieser Graph eigentlich wirklich ein Baum? Ein Baum ist eigentlich nur ein Spezialfall eines Graphen. Graph ist allgemeiner. So
sozusagen? Oder wenn ich aus diesem Graph einen Baum machen will, was ist der beste Baum? Wo muss ich die geringsten Änderungen machen, um diesen Baum zu erreichen oder einen Baum zu erreichen? Ja, wie man das abbildet in anderen Videos, Adjazenzmatrix, Adjazenzliste, auch als Liste von Tupeln oder als komplexere Datenstruktur, wie jeder Knoten eine Klasse oder ein Objekt ist und eine Liste von Collections oder eine Liste von anderen, die dann die Beziehung haben. Und solche Sachen und solche Sachen. Also gibt es viel zu sagen, viel zu programmieren, viel zu wissen, dass man nur die ganz kurze Einführung, Unterschied Baum und Graph. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.